In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ein NFT erzeugt und dieses dann anschließend auf einen der bereits vorgestellten NFT-Marketplaces verkaufen könnt. Für den ersten Schritt meldet ihr euch bei eurem Kukai Wallet an. Ihr geht dafür auf wallet.kukai.app, akzeptiert die Grundbedingungen und wenn ihr im ersten Teil dieser Videoreihe bereits ein Wallet erstellt habt, könnt ihr dieses über Import Wallet laden. Dann wählt ihr euer Keystore-File aus, navigiert zu dem Speicherpfad und entschlüsselt euer Keystore Wallet mit dem Passwort. Klickt auf Import und wartet, bis euer Wallet geladen ist. Anschließend geht ihr auf Discover und navigiert dann für die Erzeugung eures NFTs auf object.com. Mit einem Klick auf Go werdet ihr zu object.com weitergeleitet. Und sofern ihr es noch nicht getan habt, müsst ihr diese Seite mit eurem Wallet über einen Klick auf Sync verbinden. Ihr wählt dann das Kukai Wallet als Auswahl aus und bestätigt mit der Eingabe eures Passworts. Anschließend kehrt ihr zu object.com zurück und ihr solltet jetzt eingeloggt sein. So. Wir gehen jetzt auf Collections und erzeugen eine neue Kollektion, in der dann eure NFTs erscheinen. Eine Kollektion ist dann zum Beispiel eine Bildersammlung, wenn ihr Bilder erstellt, eine Buchreihe oder was auch immer ihr als NFT vermarkten wollt. Und ihr gebt dann hier die entsprechenden Informationen für die Kollektion ein. So, und wenn ihr dann eure Eingaben erledigt habt für die Kollektion, klickt ihr auf Create und das Erzeugen der Kollektion wird euch ein Tezos als Transaktionsgebühren kosten. Diese Transaktion müsst ihr wieder in eurem Kukai Wallet bestätigen. Wir warten auf die Bestätigung. Wenn ihr eure Kollektion erzeugt habt, geht ihr auf euer Symbol und dann auf Create. Und ihr habt hier den Tab zwischen der Kollektion und den Token. Wir gehen also jetzt auf Token, um NFTs zu erzeugen. Hier in dieses Drag-and-Drop-Menü fügt ihr dann eure Datei hinzu, die ihr als NFT vermarkten wollt. Das kann ein von euch gerendertes Bild sein, also ein PNG- oder JPEG-Datei, ein animiertes GIF oder ein Video, vielleicht eine Scalable Vector-Grafik oder ein selbstkomponiertes oder selbst erstelltes Stück Musik in verschiedenen Audioformaten. Ihr könnt sogar hier einen Roman in Form eines PDFs vermarken. Ich werde Cryptomantic erstellen, das ich über das Bildprogramm GIMP erstellt habe. Der Tokenwert heißt Tezos Cryptomantis. Dazu gibt es dann einen Beschreibungstext. Das Ganze könnt ihr dann noch mit Text versehen. Dann wählt ihr hier unter der Collection aus, in welche Kollektion ihr euer Kunstwerk dann hinzufügen wollt. Bei mir wäre das die eben erstellte Kollektion. Entsprechend könnt ihr dann auch noch eure Lizenzen aus. Interessant wird jetzt hier unten die Anzahl der Editionen. Dies ist die Menge an NFTs, an einzigartigen NFTs, die dann mit dieser Datei erstellt werden. Wir erstellen mal 10 Mantids, also 10 unterschiedliche einzigartige Token mit
die dann mit diesem Bild verlinkt werden. Und hier unten habt ihr eine Royalty, die ihr zwischen 0 und 25% festlegen wollt. Das ist der Betrag, der euch dann gutgeschrieben wird, wenn euer NFT von jemand anderen an eine andere Person weiterverkauft wird. Und ihr gebt hier dann auch noch auf, an welche Adresse das überwiesen werden soll. So könnt ihr eine Royalty zum Beispiel nutzen, wenn mehrere an eurem NFT gearbeitet haben. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, 5% gehen an den Grafikdesigner, 4% an den Lektor oder wer, was auch immer. Und mit einem Klick auf das Plus könnt ihr zum Beispiel eine weitere Person oder eine weitere Adresse hinzufügen. Und mit einem Klick auf Mint werden dann die entsprechenden Mentits erzeugt. Die Daten werden dann in das Interplanetary File System IPFS, was das ist, habe ich euch in einem Video erklärt, das ich euch hier oben einblinke, hochgeladen. Und eine entsprechende Transaktion zur Erzeugung der NFTs wird erzeugt, die ihr dann wieder in eurem Kukai Wallet mit eurem Passwort bestätigen müsst. So, unter object.com erzeugt dann in eurem Profil und unter eurer Kollektion dann euer NFT, welches wir jetzt entsprechend vermarkten wollen. Wir gehen dazu auf Aktion und wir können die dann entsprechend listen. Und zwar gebt ihr hier ein, wie unter den Editions, wie viele ihr verkaufen wollt und für welchen Preis. Wir sagen mal 0,2 Tezos. Und gehen dann auf List. Eine weitere Transaktion muss in dem Kukai Wallet signiert werden, indem dann eure... Gehen auf Confirm. Und warten auf eine Bestätigung der Blockchain.